Willkommen zurück bei Smart Bartender. Ich bin Kevin und wir machen heute einen Long Island Iced Tea. Den wahrscheinlich stärksten Cocktail überhaupt. Ah, okay, das vielleicht nicht unbedingt, aber einen der stärksten Drinks, die wir hier auf dem Kanal gemacht haben. Also schon mal alle Zutaten zusammen, die ihr habt. Und lasst uns das Mixen loslegen. Aber ihr kennt mich, bevor wir mit dem Rezept starten, würde ich erstmal die Geschichte des Drinks erzählen. Und wenn du das allererste Mal auf diesem Kanal bist, lass du direkt mal ein Like und ein Abo da. Das unterstützt uns wirklich jedes Mal aufs Neue. Also, ab zur Geschichte des Drinks. Im Jahr 1972 gab oder gibt es einen Barkeeper, der Robert Budd heißt. Robert Budd behauptet von sich selber, dass er den Long Island Iced Tea erfunden hat, da er mit diesem Drink einen Cocktailwettbewerb gewonnen hat. Jedoch gibt es da die ein oder andere kontroverse Diskussion, was das angeht. Denn in den 60er Jahren haben zwei unterschiedliche Kochbücher ein sehr ähnliches Rezept mit demselben Namen gedruckt und veröffentlicht. Eine andere Quelle besagt außerdem, dass der Cocktail seinen Ursprung wohl schon in den 20er Jahren hat. Die Quelle spricht von einem Mann, der Mr. Bishop heißt, der ursprünglich aus Tennessee kommt. Und er kreierte einen sehr ähnlichen Cocktail, den er The Old Man Bishop nannte. Genauso wie der Long Island ist dieser Drink auf 5 Basisspiritosen aufgebaut, die zusammen geshakt werden. Naja, wie dem auch sei. Ich zeige dir heute, wie ich den Drink persönlich mache. Ich persönlich shake den ganz gerne. Du kannst ihn theoretisch auch direkt im Glas aufbauen. Ich bin aber Fan des Shakens, da der Drink einfach so besser schmeckt und die Zutaten sich so besser miteinander verbinden. Wir kommen jetzt zu den Zutaten. Das wird eine sehr lange Liste. Wenn du also irgendwas vergisst oder so, check mal gerne die Beschreibung ab. Da drin steht nochmal das ganze Rezept genau beschrieben. Und ihr könnt alles nachverfolgen, welche Zutaten wir wann benötigen. Also, unsere allererste Zutat, die wir brauchen, ist Wodka. In dem Fall nehme ich einfach den 360, wir haben, die Black Edition, das ist ein bisschen stärker von dem Prozent her. Ist ja nicht so, dass der Drink schon stark genug ist, aber... Ich werde heute noch ein bisschen tipsy. Unsere zweite Zutat ist ein weißer Rum. An der Stelle auch großen Dank an Conalco, die uns diese Flasche zur Verfügung gestellt haben. Wenn ihr mal günstig Alkohol kaufen wollt oder eure Bar ausbauen wollt, checkt auf jeden Fall dazu den Link in der Beschreibung ab. Unsere dritte Zutat ist ein Blanco Tequila. Theoretisch könnt ihr es auch mit einem dunklen machen, aber das Originalrezept besagt, dass wir einen hellen dafür benötigen. Dann brauchen wir Gin, in dem Fall einen ganz normalen Tanqueray. Kauft auf jeden Fall keine teure Spirituose von Long Island Iced Tea. Es ist wirklich ein Drink, um sich abzuschießen. Am Ende schmeckt man eh nicht die einzelnen Spirituosen raus, deswegen kauft das nicht nach. Als nächstes brauchen wir dann einen Triple Sec, in dem Fall nehme ich Cointreau. Die letzte Zutat für uns ist Zuckersirup. Wir haben letztens ein kleines Video dazu abgedreht, wie man selber Zuckersirup macht. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, checkt mal den Link hier oben ab. Dann brauchen wir einen frischen Zitronensaft. Von dem brauchen wir ungefähr 1,5 bis 1 cl. Und die letzte Zutat ist Cola. Ich nehme den Fall Coca-Cola. Ihr könnt natürlich jede Cola nehmen, die ihr zur Hand habt. Die kommt am Ende nochmal on top kurz drauf. Nicht wirklich, um den Geschmack hervorzubringen, sondern eigentlich eher, dass der Long Island Iced Tea auch wirklich wie ein Eistee zum Schluss aussieht. Jetzt, wo wir alle Zutaten beisammen haben, können wir mit dem Rezept loslegen. Also, wir starten zunächst einmal mit dem Shaker. Es ist irrelevant, mit welcher Spirituose ihr beginnt. Macht einfach alles rein. Ich starte persönlich einfach mal mit dem Tequila. Vom Tequila brauchen wir dann 2 cl. Jetzt geben wir den Gin hinzu. Auch von diesem brauchen wir wieder 2 cl. Jetzt geben wir weißen Rum hinzu. Ich nehme in dem Fall den Brugal. Auch von diesem benötigen wir 2 cl. Jetzt geben wir der ganzen Sache 2 cl des Wodkas hinzu. Nehmt einfach den Wodka, den ihr am liebsten mögt und den ihr halt einfach zur Hand habt. Jetzt geben wir Zitronensaft hinzu, von dem brauchen wir, wie schon vorhin gesagt, nur so 1 bis 1,5 cl. Vom Zuckersirup benötigen wir nur ungefähr 1 cl. Und zu guter Letzt benötigen wir jetzt nochmal einen Triple Sec oder Cointreau in dem Fall. Cointreau ist ein Orangenlikör, von diesem brauchen wir auch, wie bei fast allen anderen Zutaten, 2 cl. Jetzt füllen wir das Ganze mit Eis auf. Jetzt brauchen wir unser Collins-Glas oder eine Vase, da wir so viel Alkohol drin haben. Und das gebe ich jetzt einfach dirty ins Glas hinzu. Eine gute Portion Alkohol. Ich gebe den Ganzen noch einmal ein bisschen Eis extra. Und jetzt füllen wir das mit einem Schuss Cola auf. Die Cola nehmen wir, wie vorhin schon gesagt, einfach nur für die Farbe, dass es diesen Look eines Eistees kriegt. Das Ganze garniere ich jetzt nochmal mit einer frischen Zitrone. Ein Trinker, den wir hinzugeben, einmal durch die Mitte. Und fertig ist der Long Island Iced Tea.
So, der Drink ist fertig. Ich würde sagen, wir probieren das Ganze mal zusammen. Also es ist schwer zu glauben, da bis hier oben hin, glaube ich, Alkohol drin ist. Aber es schmeckt wirklich nicht schlecht. Trotz dessen, dass es wirklich halt alle Spirituosen, die wir hatten, einfach mal zusammengekippt ist. Aber ich habe noch eine kleine Überraschung. Ich habe einen wahren Long Island Experten heute fürs Video gebracht. Einmal David! Was geht, David? Oh, oh, nochmal. Warte. Mr. Long Island, ich habe so meinen Lieblingsdrink gemacht. Mein Lieblingsdrink? Gibt's immer, ich probiere mal. Ja. Zieh mal weg. Dann wie viel da ist das? In deinem Leben? Also ich habe in meinem Leben wirklich schon viele Long Island Eistee getrunken. Und immer waren sie kalt und lecker. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr leckerer. Also wie Kevin eben schon gesagt hat, ist der natürlich hauptsächlich zum Betrinken gedacht. Aber Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt immer. Ja, und ich finde ihn sehr lecker. Vor allem mit dem frischen Zitronensaft. Sehr gelungen. David, ich glaube, das Geheimnis dieses Drinks ist wirklich das Shaken. Weil ich weiß nicht warum, aber es schmeckt halt nicht so krass nach Alkohol. Oder? Also das stimmt auf jeden Fall. Wenn man den im Club oder in einer Bar bestellt, dann geben die sich nicht so viel Mühe. Da wird alles nur zusammengeschüttet. Das ist wohl wahr. Und man schmeckt den Unterschied. Das ist wohl wahr. Auf jeden Fall, wenn ihr den nachmacht, shakt den auf jeden Fall. Und einen frischen Zitronensaft. Das macht so viel aus. An der Stelle würde es mich wirklich freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, wie euch der Drink gefallen hat. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, ciao. Ciao.